Ja, moin Leute, zu diesem Tutorial von Hogwarts Legacy, wie wir bei diesem Türpuzzle die Lösung herausbekommen. Ich stand da auch vor und ich habe vorher auch immer nur rumprobiert und wusste nicht weiter. Ich habe aber eben einen entscheidenden Hinweis für mich gefunden, was mir die Erleuchtung gebracht hat. Und zwar habe ich hier so einen Brief gefunden mit diesen Symbolen und den Zahlen dazu. Und da kam mir der GAU, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Und zwar bedeuten die Symbole jeweils diese Nummer dazu. Und wenn wir das gucken, bei der Tür jeweils, haben wir genau die gleichen Symbole hier außenrum. Das bedeutet, es fängt hier an, das ist eine Zahl, einmal komplett rum. Das ist die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, da wissen wir schon mal Bescheid, was das für Nummern sind. Und wenn ihr das erste Mal an eine Tür kommt, müsst ihr das erstmal enthüllen. Drückt ihr die F-Taste. Und jetzt haben wir hier schon das Rätsel. Wir haben einmal ein Dreieck mit der Spitze nach oben. Und einmal ein Dreieck mit der Spitze nach unten. Das finden wir auch immer in der Nähe der Tür irgendwo wieder. Ja, nicht immer so dicht dran, aber auf jeden Fall in der Nähe, also Augen aufhalten. Hier haben wir das mit der Spitze nach oben, mit einem Fragezeichen drauf. Und hier ist das mit einem Fragezeichen, das obere. Und da ist das Rätsel dazu. Wir haben hier einmal, was ist das für ein Symbol? So eine Krabbel, so was in der Richtung. Gucken wir mal, haben wir hier das Symbol auf jeden Fall auch da oben. Dann zählen wir mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auf jeden Fall eine 5. Dieses Symbol. Wir müssen 15 erreichen. Das ist das Ziel. Jetzt gucken wir oben das Symbol, diese Echse. Die ist da vorne. Das hier ist die 9, 8, 7, 6. Das heißt, wir haben 11. 11 ist schon vorhanden. Das bedeutet, uns fehlen noch 4. 4, 0, 1, 2, 3, 4 ist dieser Vogel, bei dem ersten Symbol mit dem Dreieck nach oben, ein Fragezeichen. Machen wir so lange, bis diese Eule kommt. Oder was auch immer das für ein Vogel sein soll. Also das. Dann haben wir das untere, wo die Spitze nach unten geht. Das ist das hier, mit zwei Fragezeichen. Zwei Fragezeichen. Dann haben wir hier, müssen wir 18 erreichen, haben 3 schon vorgegeben. Wie viele noch fehlen, erraten wir, wenn wir gucken, was die Eule für eine Zahl ist. Das ist eine 0, also bleibt das bei 13. Zu 18 fehlen da noch 5. Das bedeutet, wir zählen 0, 1, 2, 3, 4, 5 ist wie dieses Krabbelvieh. Machen wir das Krabbelvieh-Symbol hier rein. Und zwar genau das. Und jetzt können wir öffnen. Das war's. So funktioniert's. Revelio. Und nicht anders. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, wenn das der Fall gewesen sein sollte, lasst doch ein Like da, ein Abo, würde mich sehr darüber freuen, vielleicht einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.